Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Wir spielen heute Temtem, mit dabei meine wette Mitstreiterin Hannah Cat. Hallöchen. Beim letzten Mal haben wir uns mehr oder minder durch die erste Zone durchgestorben. Wir sind mittlerweile kurz vor dem Ziel, nämlich in die große Stadt zu kommen. Wir haben uns dazu entschieden, die Folgen etwas kürzer zu machen. Die kommen jetzt mittlerweile nur noch mit 20 Minuten raus. Hat einfach den Hintergrund, dass wir mit unserem Twitch-TV-Kanal doch relativ viel um die Ohren haben und das nicht ganz so einfach für uns ist, so viel Material bereitzustellen, dass wir regelmäßig Videos uploaden können. Deswegen wird es ein bisschen kürzer. Mein Gott, Das ist schon mal ein guter Anfang. Hanna, möchtest du noch irgendwas zur Begrüßung sagen? Nein. Dann werden wir jetzt einfach mal loslegen. Ich muss mal gerade den Status meiner Temtem angucken. Das sieht alles gut aus. Die sind alle noch am Start. Sag mal, ist es neu, dass man unten rechts seine Temtem sieht? Weiß ich nicht. Ich habe da jetzt noch nie drauf geachtet, aber ich sehe sie auch. Also. Ich glaube, das ist neu. Ja, natürlich wusste ich das. Natürlich ging Feuer. Junge. Gegen Natur. Klar. Easy. Laberst du? Mit dir so einem Typen, der mir so ein bisschen Temtem-Theorie abgerungen hat. Oh, hier wollte ich gar nicht rein. Ich kämpfe ja gegen den Piranha. Whistle, two boy, let's go! Okay. Ach, in Stufe 11 ist der Pisser, ne? Oh, Entschuldigung. Machen wir mal hier Kristall, whatever. Und picken. Beiß ihn! Ach, guck mal, hier gibt's noch ein Item. Uiuiui, der hat aber wehgetan. Aua! Machen wir den gleich nochmal. Schon mal fertig. Aua, er hat mich geslappt! Hanna, er hat mich geslappt! Wie gemein! Ja! Voll ins Gesicht. Und jetzt nochmal schön kreischen. Ich wurde angegriffen, Danny. Von wem? Von so einem angespannten Bändiger oder sowas. Nein! Ja! Oh Gott! Was machen wir denn mit so. Dir? Läuft bei mir. Ich bin mal gespannt, wann die Temtems das erste Mal die Stufe wechseln. Du meinst die Entwicklung, oder? Ja. Ich würde ganz gerne da mal irgendwie. So, let's go! Weiter geht's hier. Wo sind wir denn jetzt angekommen? Gibt es hier unten noch irgendwas? Ey, das war. Muss man immer mega aufpassen, wenn ich mir so eine scheiß. Rüstung runterfällt oder so. Ja gut, das ist ja nichts anderes als bei Pokémon, da kann das ja auch passieren. Ja, ja, aber es ist halt immer sehr bitter, wenn es passiert. Hier ist auch nichts mehr. Oh, das wird wieder ein Doppelkampf, Leute. Das wird wieder ein richtiger Doppelkampf. Oh! 2 gegen 1! Habe ich da gerade 2 mit einem Dings fertig gemacht? Habe ich. Mit einem. Ach, jetzt kämpfe ich gegen Mama und Tochter. Okay, okay. Also hast du letztes Mal Quatsch erzählt. Oh! Nein, das hat sich doch beim letzten Mal schon herausgestellt, dass ich da gegen diese tödlichen Zwillinge gekämpft habe. Naja, das ist klar. Ja. Und jetzt spiele ich gegen Mama und Tochter. Aber das ist doch noch Mutter und Tochter gab. Ja, das habe ich doch auch da schon gesagt. Hm. Oh, diese Frauen. Habe ich dir nicht geglaubt. Ja. Und dann habe ich Scheiße gelabert. Ist das denn das letzte vor der City oder was? Ich weiß nicht, ob das die letzte Begegnung ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Auf jeden Fall der Dicke da. Und machen wir nochmal einen Fehler-Gatling. Kommt direkt hinterher. Ah, hier bist du offensichtlich schon vorbei, weil davon hast du eben was vorgelesen. Voll ins Gesicht und jetzt kommt nochmal ein Federgatling ins Gesicht. Komm schon. Kämpfst du noch gegen den, der, der dich abgefragt hat oder nein, gegen den anderen? Nein, die habe ich schon fertig gemacht. Oh, Entschuldigung. Du bist zu krass. Oh, joi, doppelt giftige Sporen. Okay, geht nicht, alles klar. Okay, machen wir mal Kristallstaub auf ihn und ein schrilles Kreischen auf beide zusammen. Wenn ich ganz viel Glück habe, habe ich sie vielleicht danach down. Ins Gesicht. Und jetzt. Komm, gib ihm. Schreien. Ja, los. Nein, der hat das überlebt. Pico. Oh, mein Auge juckt. Worauf ich gespannt bin, ist, wenn wir zusammen sind, ob wir dann trotzdem noch einzelne Kämpfe machen können oder ob wir jeden einzelnen das Kampf zusammenkämpfen können. Das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Da bin ich mal gespannt drauf. Federgatling. Genau, genau. Ist er direkt nochmal dran? Klar. Letzter Angriff und erster Angriff zusammen. Er läuft ins Gesicht. Oh, ich weiß nicht, ob ich. Ach komm, ich riskiere es oder nicht. Ja, da haben die Temtem auf jeden Fall gut gelitten bei mir. Noch ein Kampf sollte ich mit denen eigentlich nicht kämpfen. Voll verprügelt. Ich muss gerade mal gucken, wie weit ich jetzt noch muss. Ist sogar besser, bin ich mal einfach. So, schauen wir mal. Ich muss hier noch durch und hier geht's in die Stadt rein. Ich habe auch so das Gefühl, dass da auf jeden Fall noch mindestens hier ein Kampf auf mich warten wird. Jetzt bin ich auch bei Mama und Tochter.
Du kannst mir ja gleich Bescheid sagen, ob wie du kann ich denn, wie musst. Kann ich denn andere Temtem auswählen für den ersten Kampf, weißt du das? Ja, du gehst in deine Temtem und die kannst du verschieben. Wie gehe ich denn in meine Temtem? Temtem-Team. Drück mal Tab. Tab. Okay. Zack. Machen wir das mal so. Frizzle. Du sagst mir gleich Bescheid, ob noch Mama und Tochter noch kommen. Nach Mama und Tochter kommt auf jeden Fall noch ein Kampf, ja. Okay, da muss ich natürlich gucken, ob ich den hinkriege. Ich muss ja erstmal Mama und Tochter hinkriegen. Das wird schon interessant. Tuva ist schon kurz vorm Verrecken. Paharo! Come on, Paharo. Oh, das ist. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ah, Level 8 und Level 11. Oh, leider nur. Ich versuche auf jeden Fall den Elber zu erledigen. Das ist natürlich blöd, wenn das nur die Hälfte den Schaden macht. Daddy, ich glaube, ich werde sterben. Ja, ah, ich habe auch das Gefühl, dass ich also eventuell ein Problem bekomme. Zumindest mein Tuwei wird draufgehen. Doppeltes Starren. Da der eh draufgehen wird, werde ich das jetzt machen. Gift macht auf jeden Fall ordentlich Damage. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Greifen wir ihn nochmal an und lassen das Gift wirken? Ich denke schon. Kriegt er nochmal giftige Sporen? Benutzt er auch giftige Sporen hier? So, mein erstes Pokémon ist K.O. Oh, hey. Das sieht ganz bitter aus, Leute. Dein erstes was ist K.O.? Oh, mein erstes Temtem, sorry. Jetzt bin ich auch noch am Pennen, läuft bei mir. Naja, ich werde auf jeden Fall ohnmächtig werden. So. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Ich werde auf jeden Fall nicht den gleichen Fehler machen wie Danny und ich werde nach diesem Mama-Tochter-Kampf mich heilen gehen. Kluge Wahl, Hannah, kluge Wahl. Wenigstens den habe ich noch geschafft. Mach deine Schüchternheit. Was ist das denn? Oh. Ja. Durch strenges Training können die Kämme extra schnell werden. Ja, gar nicht mal so schlecht. Defense low! Ah, der eine muss down. Das eine Tempter muss ich auf jeden Fall down bekommen, sonst habe ich ein Problem. Na gut, dass mein Tempter so ganz gemütlich vor sich hinschläft. Okay, das muss ich jetzt auf jeden Fall killen. Ich versuche hier nochmal giftige Sporen rauszuknallen. Yeah! In dein Gesicht, Bruder. In dein Gesicht. Oh, ich weiß natürlich gar nicht, ob das gut war, was ich hier gerade gemacht habe, aber gut. Ich habe nämlich jetzt gerade eine Attacke vergessen lassen. So, das erste Mal, dass ich eine Attacke vergessen lassen musste. Hypnose, alles klar. Läuft bei mir. Was mache ich denn? Komm, ich starre ihn an. Nochmal giftige Sporen. Seine Temtem hat einfach den ganzen Kampf immer nur gepennt. Ist einfach nur am Schlafen die ganze Zeit. Das läuft natürlich. Haru, ruh dich aus. Kaku ist nicht mehr eingeschlafen. Okay, let's go. Den und den. Voll ins Gesicht. Jetzt schläft er nicht wieder, mein Puck. Ach, come on. Ja, genau, pennt wieder ein. Alles klar. Für den Kampf werde ich aber trotzdem easy gewinnen. Easy going. Easy going. Voll ins Gesicht, Paro. Längster Kampf aller Zeiten. Die beide schon? Ja, die habe ich beide schon, ne? Und da ist er. Ich hab's geschafft, mit beiden Temtem auf Flüchten zu drücken, bei wilden Temtem, und beide Fluchtversuche sind gescheitert. Aha. Hanna kriegt auf die Fresse. Gleich wird sie bewusstlos geprügelt. Nein, ich bin beim zweiten Mal geprügelt. So, ich bin in der City. Ja, ich muss mich gerade nochmal heilen für den letzten Kampf. Ich bin nämlich ein Feigling. Ich trau mich nicht. Aha! Dojo-Meisterin von Arisola, haha! Na, sprichst du wieder mit dem Professor? Ja. Aha! Haha! Das ist echt das Geilste. Ey, Mann, ich will gerade nicht gegen wilde Temtem kämpfen. Ich will schnell zu Danny rüber. So, rennt davon. Ja, ich weiß, ich bin feige. Also gut, hier entlang. Let's go. Laufen wir mal komplett durch die City. Hier ist das Wasser übrigens. Alles klar, hier kannst du trinken. Okay, okay.
Ach, gegen den netten Herrn mit den blauen Spitzen darf ich noch kämpfen, ja? Wie sie mich angelacht hat. Ich glaube, die möchte was von mir. Anna. Was? Kann das sein? Jemand möchte was von dir? Ich denke. Das kann ich nicht glauben. Okay. Unser kleines Brical de Mar. Ich hoffe, ihr freundet euch mit. Viele Leute an und habt Brital de Mar. Brital de Mar. Wow, will der mich hier vom Platz fegen? So, ich gehe jetzt erstmal meine Temtem heilen, dann werde ich nochmal ein paar Temtem prügeln, bis du hier mit der Sequenz durch bist. Okay, mach das mal. Warum habe ich denn nicht Zärtlichkeit vergessen lassen? Bin ich denn doof oder was? Hier? Hier war es nicht. Oder war da nochmal diese Temtem Heilungsstadt, Stätte? Ganz Anna. Oben rechts, glaube ich. Ganz oben rechts? Aber doch kein, das ist doch die Schule, oder? Das hier ist die Schule. Nee, doch nicht. Da oben in der Ecke ist es. Da muss ich hin. Das war jetzt natürlich blöd, aber gut, ist nicht so, so schlimm. So, Temtem geheilt. Dann kann ich erstmal wieder die Reihenfolge ändern. Team, Tuvai kommt erstmal nach oben. Ich bin mal gespannt, ob ich, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter level, ob dann eins der Temtem tatsächlich die nächste Evolutionsstufe übernimmt, bekommt, erhält. Oh oh, da darf ich noch nicht lang. So, den Typ hier mit den blauen Spitzen habe ich jetzt fertig. Yay, Tuvai macht ein Level. Geil, Obmatico. Die Troller will nicht. Okay, dann halt nicht. Weißt du? Ey, also. Ist ein freies Land, Leute. Ein freies Land. Ich verstehe das nicht. Warum durfte ich ja nicht kämpfen? Dann gehe ich hier noch mal ein bisschen. Ich glaube, es gibt hier auch noch sogar Temtem auf der Karte, die ich noch nicht gefangen habe. Bietet sich jetzt noch mal die letzte Gelegenheit. Diese zum Beispiel habe ich mich auch noch nicht. Wenn ich mich nicht irre. Ich irre mich nie, wenn ich mich nicht irre. Willst du wissen, ob du das Temtem schon hast, gegen das du kämpfst? Will ich nicht wissen. Okay, dann helfe ich dir nicht. Sollte man denn jetzt von jedem ein männliches und ein weibliches fangen? Das habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es auch sowas wie eine Pension gibt, wo man ein männliches und ein weibliches abgeben muss, damit du ein Ei kriegst. Keine Ahnung. Ich glaube, am Anfang ist es relativ egal. Wenn du tatsächlich später was züchten willst, kannst du immer noch dafür sorgen, dass du eins kriegst. Ja, das wäre natürlich lustig, wenn es sowas wie Züchten gibt hier. Okay, fange ich mir erstmal männliches. Ich will da stärker ran. Ja, es muss ja Eier geben. Es gibt ja eine Möglichkeit, Ei irgendwas, irgendeine Einstellung mit Eier-Dingens anzeigen. Voll ins Gesicht. So, das fange ich mir auf jeden Fall schon mal. Die erklärt dir doch sogar, wo das Temporium war in der Sequenz, Danny. Nein, hat sie nicht erklärt. Ja. Nein, hat sie nicht erklärt, Hanna. Junge, Junge, Junge. Immer diese Besserwisser, ne? Hast du schon Quests gemacht oder noch nicht? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich habe jetzt auf dich gewartet. Ja, picken ist natürlich jetzt doof. Aber jetzt aber, du gehörst mir, Brudi. Komm in mein Inventory. Bam. Erledigt. Ab ins Team. So, die Sequenz ist durch. Ich gehe mich kurz heilen, dann können wir uns zusammenfinden. Das ging jetzt aber schnell. Hast du die komplett weggeklickt oder was? Nö. So, bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr haben wir dann nicht schon mal gespielt und da sind wir dann noch, haben wir dann noch geteamt und dann war es dann halt vorbei. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass man Gebäude nur zusammen betreten kann. So, ich werde jetzt mal... Ja, ich habe noch einen Temtem-Kampf gewonnen. Du hast auch einen Temtem-Kampf gewonnen? Was? Ja, ich musste nochmal Temtems verprügeln. Die haben sich mir nochmal in den Weg gestellt, todesmutig. So, ich suche dich jetzt mal eben kurz. Voll ins Gesicht. Koop. Du bist beschäftigt. Ja, ich sag doch, ich bin noch im Kampf. Ja, sag Bescheid, wenn du... Hör mir doch auch mal zu, wenn ich mit dir rede. Sag Bescheid, wenn du mit deinem Kampf fertig bist. Bitte. Ja, ja. Attack, down.
Okay, Glasklingeln kriegt er ab und er kriegt einen Picken. Ich quatsch hier mit den Leuten so lange. Was? Ich quatsch hier so lange mit den Leuten. Gut, ich bin ready. Ich komme zu dir. Wer ist denn das noch? Mhm. Ich liebe Boote! Wo kommst du hin? Ich weiß noch nicht. Ich schick dir meine Freundschaftsanfrage. Ja, okay, mach das. Eine Koop-Anfrage. Ich will gerade gucken, wo das geht. Du hast keine Freunde, also suche dir welche. Wie deprimierend. So. Ich habe dir auf jeden Fall schon mal eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ist akzeptiert. Okay. Und dann, wo bist du? Kommst du zu diesem Temporium, bitte? Komm ich. Ich weiß, wo das ist. Oben rechts. Bin ich stehe davor. Tust du nicht? Doch, ich stehe davor. Warum sehe ich dich nicht? Wir müssen uns wahrscheinlich jetzt noch miteinander verbinden. Okay, ist egal. Ja, ich geh mal rein. Ich drücke auf Koop. Rein? Du bist drin, oder was? Ja. Warum? Weiß nicht. Drück mal auf Koop, was passiert denn dann? Ich probiere es jetzt nochmal. So, jetzt musst du es annehmen. Ja. Sehr schön. Hallo, Hannah Cat. So, dann geh nochmal kurz hier was oben heilen. Was hast du denn für eine komische Frisur? Was das? Wie bist du denn so hässlich? Hä? Ja, kann ich genauso gut was fragen. Was wirst du denn heißen? Mach dir erstmal meine Frisur hier an. Guten Tag. Warum laberst du natürlich denn mit Leuten? Ja, weil ich wissen will, was die zu sagen haben. Ja. Ja. Hast du jetzt gequatscht oder was? Ja. Warum? So, ich bin draußen und du? Ja, ich auch. Geben ich komme automatisch mit dir. Gehen wir eine Quest machen oder was? Ja, lass eine Quest machen. Ich quatsche hier mit der Frau. Ich gehe mal hier in die Akademie rein, ne? Hallo, wenn du bereits reingehst, komme ich mit dir. Ich muss eh auf dich warten. Okay, ich bin ready. Du musstest ja unbedingt noch mit irgendwelchen Leuten quatschen. Ja, ich möchte gerne Menschen kennenlernen. So, ich gehe mal direkt mit dem hier, der gibt ja eine Quest. Was ist los? Hey, nicht so schnell. Das kannst du nicht lesen? Ja, dann drück du, wenn du so langsam bist. Nein, alles gut. Ich möchte ja, dass die Menschen, die uns zugucken, vielleicht auch lesen können. Ich habe das schon erklärt, man muss dann halt Pause machen. Das ist halt ein normales Lesetempo. Okay. Ja, dann mach. Ja. Und mein Sandwich. Willst du jedes Mal das gleiche klicken oder? Danke. Oh, erzähl ich es auch gerade. Ja, okay. Gut, ich frag ihn, alles gut. Und wir mit ihm quatschen. Ich warte mal, bis du fertig gequatscht hast, ne? Weil ich kann jetzt gerade leider eh nichts machen, weil man quatscht tatsächlich genau das gleiche. Ich sehe, wie Danny quatscht, das ist... Okay. Ja, dann gehen wir zum Temporium, ne? Lauf vor. Das ist der falsche Raum. Wow, und du nimmst mich mit rein. Warum funktioniert das so? Voll witzig! Das ist voll gemein. Der eine geht irgendwo rein und der andere muss mit da rein. Mit wem muss man hier nochmal quatschen? Ich glaube, mit der Empfangsdame, oder? Ah, ich habe ihn schon. Hä? Ich bin schon dabei. Ja, ich quatsch schon mit ihr. Ja, weil ich dich angequatscht habe. Ja, ich quatsch schon mit ihr. Hanna, alles gut. Okay, machen wir einen kleinen Gefallen. Hm? Dankeschön! Yay! Kleinen Zettel bekommen! Danny ist schon rausgerannt. Klar. Plötzlich habe ich das Gebäude verlassen. Ey, wo läufst du schon wieder rein? Läuft denn irgendein Wohnhaus, ey? Hab ich sie einfach mitgenommen. Einfach hinterher geschleift und ganz entspannt. Unglaublich, ey. Komm, Budi! 1, 2, 3, 4, dieser Typ, ey. Ich mag nämlich keinen Obst. So, Quest erledigt. Ach, jetzt ist es wieder buggy, ne? Ja. Das ist so bitter, ey. Genau an dieser Stelle ist es beim letzten Mal auch gebuggt. Jetzt passiert nämlich gar nichts. Wir müssen uns ausloggen, müssen die ganze Quest nochmal machen. Und dann... Müssen wir die Quest nochmal machen? Ja, wir müssen die nochmal machen. Ja, okay. Aber es sind die 20 Minuten um. Dementsprechend passt das ja ganz gut.
Danny macht die Verabschiedung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ach, wieder und haben die Quest dann ein weiteres so Mal. So sieht das also aus. Ich mache die Verabschiedung. Richtig, weil ja, du gut. bist ja der Laberkopf. Okay, weißt du? Ja, dann, liebe Leute, danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat auch diese Episode Temtem gefallen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Spiel in der nächsten Zeit noch zu bieten hat. Mal schauen, wie weit wir hier in diesem Spiel voranschreiten werden. Wenn ihr Bock habt, mal live mit uns zu quatschen, besucht uns gerne auf unserem Twitch-TV-Channel. Da heißen wir auch HilosTV. Spielen wir aktuell aber leider nur 7 Days to Die. Das Video gibt es auch auf unserem Kanal. Ansonsten wünsche ich noch einen entspannten Tag. Kommt gut durch die restliche Woche und ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüssi.